Willkommen zurück auf Minibrunn beim Landwirtschaftssimulator. Mit den Kartoffeln haben wir es jetzt auf 42.000 Euro gebracht und können jetzt die Hackschnitzel weiter einsammeln. Au, hier ist was gewachsen. Das sieht man Nein, das sieht man nicht gerne. Der Wasser wächst ist Unkraut. Okay, das heißt erstmal Zeitraffer weg und mal einen anderen Trecker geholt. Den hier. So. Wo ist unsere Wiesenschleppe? Da. Sehr gut. So, da kann sich jetzt der Meister Tröd um das Unkraut kümmern. Ah, hier wächst auch schon. Super. Und wir kümmern uns ums Geld. Geld, 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 Geld. Der Baum hier war noch krumm, wa? So. Genau. VB. Und einmal rein hier ins Gemüse. So, wo liegt denn noch was? Hier hinten. Sehr gut. So. Klappt ja wunderbar. Du noch weg. Und hier gibt's doch was. Wow, da ist ja der Anhänger auch schon wieder voll. Ha! Das ging fix. Das war nix. Okay. So, na komm. Und ab nach Hause. Das ganze Gebüsch werden wir dann nachher einstampfen. Dann werden wir hier nicht rundherum Rasen mähen. Rasen säen, damit wir dann später Rasen mähen können. Dann hole ich nämlich diesen Fortschritt Rasenmäher. Eigentlich können wir doch das Gemüse hier gleich abschicken, oder? Ja, ich verkaufe das gleich. Ich verkaufe das gleich. Hackschnitzel, ja.
I. Geld, Geld, Geld. Super. Jetzt holen wir gleich noch den Rest hinterher. Dann sind wir nämlich damit durch. So. Dann sind wir jetzt schon bei 45.000 Euro. Seht ihr, jetzt kann ich auch mal hupen, weil er mich blockiert. Zack, aua. Ich wollte eigentlich sagen, zack, sind wir schon wieder da. Abladen. Läuft. Hier wird's Unkraut gestriegelt, dann fährt er hier rüber und striegelt hier. Okay. Ja, der Preis für Hackschnitzel sinkt jetzt erst mal wieder eine Weile. Damit kann ich aber leben. Oh, der Supermarkt ist wieder fast bei 3.000. So. Aber warte mal, dieses Eiwa-Ding müssen wir doch jetzt eigentlich reparieren, wa? Ne, den Euroboss müssen wir reparieren. Die Avi ist okay. Pöttinger Euroboss, 44%. Gut. Das heißt, wir stellen die Avi hier in die Ecke. Und den HW80 auch. So. €152 Betriebskosten Gebäude. Ja, warum auch nicht? Bei dir läuft's. Okay. Hallo Hühner. Nein, zu weit.
Der sammelt das nicht auf. Ja, weil das genau in der Kuhle hängt. Jetzt reicht's mir. Landschaftsbau. Muss ich zu dem Hühnerstall. So. Ich will das hier angleichen. Ach nee, ich bin ja auf Texturieren. Quatsch. Was habe ich gesagt? Bau X. Habe ich doch gesagt. X. So, hier ist absenken. So. Ich will es angleichen. Gleiche ich das jetzt an? Terrain kann nicht angepasst werden. Hier muss angehoben werden. So. Ja, sieht doch schon besser aus. Aber auch noch nicht perfekt. So. Wieso kriege ich das jetzt nicht aufgeladen? Dann eben so. Das sah doch eben professionell aus, oder? Das sah doch eben so richtig professionell aus. So. Alles klar. So. Wow, 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 wow. Geht mal langsam hier. Okay. Oh, warte mal. Hatte Trecker gesagt, er hat seine Arbeit beendet? Der hier. Der hat gesagt, er ist fertig. Gut. Dann fahren wir den jetzt nämlich zu dem anderen Feld rüber. So. Der fährt jetzt ganz schnell zu Feld 16 rüber. Dann kann er nämlich das striegeln. Während
Oh, hier ist eine Leitplanke. Ich will da rein. Oh, wie weit geht denn die jetzt? Na gut, so. Guten Morgen. Ha. Ups. So. Na, wie sieht denn das aus? Aha, funktioniert. Okay. Dann hab Spaß. Wo fährst du jetzt hin? So, und wir? Kümmern uns jetzt um die Eierkartons. Ja, siehst du? Shake it, baby. Ja, shake it. So. Die ist nämlich noch nicht voll. Der ist auch noch nicht voll. Nein. Da muss ich hier runterschubsen. So. Blöd. Ah, ich mag die Physik-Engine hier. Ich mag die Physik-Engine. Hab ich das schon mal gesagt? Thank you.
Ja, shake it, baby. Ja, schade. Doch, der kippt um. Sehr gut. Da muss ich mal gucken, ob der wirklich voll ist. 100%. Sehr, sehr gut. So. Und die Eierkartons kann ich jetzt... hier abliefern, ja? Ha! Geil! So. Gut, würde ich sagen, war es das erstmal. Wir laden noch schnell die Eierkartons ab, dann ist nämlich unser Anhänger hier wieder frei. Sehr gut. Und diesmal ohne Shaken. Ah nein, wenn ich die oben drauf stelle, dann habe ich ja wieder das Problem, dass er da alle vier nimmt. Die stelle ich daneben. So. Missetat vollbracht. Und damit würde ich sagen, war's das. Wir haben unsere Eier fertig gemacht. Wir haben die Kartoffeln verkauft. Mit den Hackschnitzeln sind wir gut vorangekommen. Und unser Unkraut ist so gut wie weg. Das heißt, wir können nächstes Mal höchstwahrscheinlich düngen. Und dann rückt die Ernte näher. Sehr gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und see you later.